Florida, Miami. Wir haben schon 9 Stunden 30 hinter uns und wir landen in einer Stunde. Heute ist der 26. Dezember 2013. Sehr schönes Flugzeug, Airbus A330 in Berlin. Da, setz dich da her. Heute ist der 27. Dezember 2013. Leider haben wir hier in Miami schlechtes Wetter. Es hat geregnet, auch die letzte Nacht. Aber es ist warm, Paul, stimmt's? Wie viel Grad wird es haben, denkst du? 25 Grad hat es. Schon. Sehr schön. Und Miami Beach schaut mit den Hochhäusern noch immer so aus wie vor 20 Jahren. So schauen die Hotels aus hier in Miami Beach, das Ritz Plaza oder hier das Ritz Carlton. Wir verbrachten eine Nacht vis-à-vis vom Hotel Marseille. Gestern haben wir hier sehr gut Burger gegessen und ich ein sehr gutes Steak. Das ist das Restaurant des Hotels, hier kann man Abendessen und auch frühstücken. Jetzt haben wir auch wieder unser Auto gekriegt und jetzt geht's los, jetzt fahren wir in die Shopping Center in Miami. Wir sind auf dem Weg zum Shopping Center und schon sehen wir die geparkten Kreuzfahrtenschiffe hier stehen. Und ist das nicht eine herrliche Kulisse? Das ist Miami. Und ich bin heute hier an der Costa Luminosa oder auf der Costa Luminosa. Und das ist der 27. Dezember 2013. Wir beginnen heute unsere 10-tägige Karibik-Kreuzfahrt. Diese führt uns nach Nassau, auf den Bahamas, wir kommen bis nach Ocho Rios, nach Jamaika und wir kommen auch nach Mexiko. Wir freuen uns schon auf unsere Kreuzfahrt und ich wünsche allen einen schönen Silvester und einen Prosit 2014. Und das ist nun der Blick nach Miami Beach. Guten Morgen, Miami. Es ist nun 7 Uhr morgens. Wir sind wieder angekommen. Heute ist der 6. Jänner 2014. Wir sind heute Morgen wieder in Miami angekommen. Sind wir in den Everglades angekommen und wir unternehmen jetzt eine Bootsfahrt. Das ist ein echter Truck. Fahrst du diesen Truck? Ja. Ich gerne, gerne.
Anyone for snapping? I'm fine. Okay. Und halt ihn ein bisschen in die Höhe. Ja, super. Du traust dich ganz schön was. Du bist mutig, Paul. Gratuliere. Ein kleiner Alligator. Super. Hey. Küsser, Domi. Und jetzt ist unsere Maschine der Air Berlin auch schon hier und mit der werden wir jetzt in einer Stunde nach Hause fliegen und so endet unser schöner Urlaub.